Hallo Klickenabendler, wir sind bei Hans im Glück, neben ist der Rainer Haberl, hi. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Immer gerne, immer gerne. In Nürnberg konnte man jetzt schon die Neuheit betrachten, und zwar Hadara wird die Q1, Q2 Neuheit von Hans im Glück sein? Da bin ich ein bisschen überfragt, aber ich schätze eher Q2. Aber wenn es früher Sommer, rauskommt, wäre Richtung schön. Sommer. Ja, genau. Wenn es nicht mehr schneit. Wir hoffen. heißt Hadara, ist von Benjamin Schwer. Kennerniveau, also kein Familienspiel. Ja, Kennerniveau, 2 bis 5 Spieler, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, genau bis zu 5 Spielern. Also man hat ja oft die Anfrage, okay, mach dir mal ein Spiel, wo wir auch zu 5 spielen können, weil viele Spiele nur zu 4 gehen, also hier auch für 5 Spieler. Ist im Prinzip, wenn man es kurz zusammenfasst, eine Art Zivilisationskartenspiel? Ja, genau, es geht über mehrere Epochen. Und in jeder Epoche sammeln wir Karten. Auf den Karten sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, die uns in unterschiedlichen Bereichen voranbringen und über das Spiel dann immer wieder Einkommen bringen und Nahrung. Aber das erkläre ich euch eh gleich, wenn ich euch das Spiel erkläre. Genau. Wir haben jetzt gerade das Spiel schon gespielt in der Viererpartie und gucken jetzt mal über das Spielmaterial und erklären euch die Spielregeln dabei. Wenn das Spiel aufgebaut ist, liegt die erste Epoche aus und jeder kriegt ein Spielertableau. Genau, los geht's. Jeder hat ein Spielertableau. Auf dem Tableau sind auch Symbole abgebildet. Also ich habe jetzt hier gerade den Skarabäus, aber wir haben auch einen Drachen und wir haben einen Pegasus. Und die finden sich wieder hier in der Mitte auf der Drehscheibe. Und in jeder Epoche beginnt man, indem man hier aus der Mitte Karten nimmt. Und da, wo gerade mein Symbol ist, da darf ich auch Karten nehmen. Im Prinzip kriegst du in der ganzen Runde alle Karten, aber du entscheidest, wo du anfängst. Das kann taktisch sehr sinnvoll sein. Das kann taktisch sehr sinnvoll sein. Wir haben zusätzlich zum Tableau noch eine Startkarte. Da haben wir hier oben mal die Initiative drauf. Und hier unten, wie weit unsere Zivilisation schon fortgeschritten ist. Also wir haben Gelb für Einkommen, Rot für unser Militär, Blau für unsere Kultur und Grün für die Ernährung. Und das stellen wir dann sofort auf unseren Tableau ein. Das haben wir jetzt hier schon mal vorbereitet. Und jeder Spieler erhält so viele Münzen, wie auch auf der Spielerkarte abgebildet sind. Das ist so ein bisschen der Startspielervorteil ausgeglichen. Richtig, der Startspielervorteil ist da ein bisschen ausgeglichen. Abhängig von den Spielern ist es auch so, da nicht jeder Spieler, da wir ja nur 3 Epochen spielen, in jeder Epoche ist ein Spieler Startspieler. Also bei 4 und 5 Spieler werden 2 Spieler eben nie der Startspieler sein und die kriegen aus Ausgleich zu Beginn nochmal eine Münze extra, zusätzlich zu den hier abgebildeten Münzen, die sie zum Start bekommen. Gut, es geht dann los. Spiel geht 3 Epochen und jede Epoche hat 2 Phasen. Es gibt hier auch eine Übersichtskarte, die sehr praktisch ist, da kann man sich dann fest dran halten. Also man hat hier auch immer abgebildet, okay, in Phase A der Epoche werden Karten geholt, ich kriege Einkommen, ich kann kolonisieren und dann kann ich noch eine Büste meißeln und dann kommt Phase B und den Ablauf kann ich immer folgen, sodass ich nicht irgendwie was vergesse oder dass ich durcheinander komme oder so. Wichtig ist jetzt, der Spieler mit der niedrigsten Initiative, also der in der ersten Runde der Startspieler ist, der entscheidet, wo sich das Rad hindreht. Also das Rad. Dazu vielleicht ganz kurz zu den Karten. Hier sind natürlich eher blaue Sachen drunter, eher grüne, eher rote, eher gelbe. Und hier ist so Mischmasch und Sondereigenschaften. Und gelb ist ja das Einkommen. Das heißt, wenn man weiß, man braucht Geld, dann fängt man vielleicht 1 vor Geld an, weil dann kann man Geld kriegen, um Geld zu kaufen. Aber das seht ihr gleich. Genau, richtig. Das sind dann schon, da gehen wir schon ein bisschen taktisch in die Tiefe, aber ganz klar. Die Vielspieler wissen es natürlich, genau, dass man da schon ein bisschen strategisch schauen kann. Mhm. Genau, also wir haben hier unsere 4 Bereiche und eben den lilanen Bereich, der, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Spezialfähigkeiten oder mir in den anderen Bereichen auch Fortschritte verschafft. Wenn ich jetzt hier so gelbe Karte aufdecke mal, dann habe ich da eben oben abgebildet, wo ich auf meinem Tableau nach vorne rutsche, genau. Dann habe ich hier abgebildet, was ich zahlen muss, damit ich diese Karte kaufen kann. 3 Münzen in dem Fall, ja. Genau, in dem Fall 3 Münzen. Und dann habe ich hier noch die Siegpunkte. Und damit man auch die Karten hinterher gut wieder auseinandersortieren kann, einfach auch nochmal in die Epoche, wo diese Karten da sind. Aber man kriegt natürlich nicht glücksbasiert die erste Karte. Nee, man kriegt immer, ich bin der Startspieler, ich habe den Skarabäus, ich will jetzt auch hier beim Geld anfangen. Dementsprechend nehme ich 2 Karten. Dankeschön.
Ich lasse die jetzt mal offen. Normalerweise hat man die natürlich einfach auf der Hand. Genau, hat man auf der Hand. Und jetzt habe ich schon die erste Wahl. Also das passiert gleichzeitig. Also alle Spieler nehmen da, wo ihr Symbol ist, zwei Karten. Mhm. Also zum Beispiel der Pegasus, das wärst ja jetzt du, der würde hier sich zwei Militärkarten holen und sie sich dann anschauen. Mhm. Okay, und jetzt muss ich eine Karte zurücklegen auf den Spielplan. Und zwar ist hier ein freies Feld und da kommt die Karte hin. Ich würde mich einfach jetzt mal so für diese entscheiden, die kommt hier zurück. Und mit der Karte kann ich jetzt zwei Dinge machen. Entweder ich zahle den Preis, das heißt, ich gebe drei Münzen ab. Wenn du sie hast. Wenn ich sie habe, genau. Und lege die dann hier in meiner Auslage aus und mache dann diese Schritte nach vorne. Genau. Oder? Das kann ich ja jetzt machen. Ich entscheide mich mal, ich nehme die hier nicht. Genau. Oder ich stelle fest, es wäre besser, ich hebe mein Geld auf, um die nächste Karte kaufen zu können. Oder ich habe nicht genug Geld. Ich lege die ab und auf der Rückseite steht in der ersten Epoche, ich kriege zwei Münzen dafür. Genauso ist es. Aber dafür habe ich jetzt keine Karte gebaut. Du hast jetzt keine Karte gebaut. Dementsprechend rutscht natürlich auch auf deiner Entwicklungsleiste nicht nach vorne. Aber du hast für die anderen Karten einfach noch mehr Geld zur Verfügung, um dir dann die Karten zu kaufen. Dabei ist ganz wichtig, je später man in der zweiten und dritten Epoche, werden natürlich die Karten viel teurer. Dementsprechend brauche ich auch mehr Geld. Mhm. Aber man hat auch einen Vorteil, die Karten werden durch ausliegende Karten billiger. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Bereich wieder eine gelbe Karte kaufen würde, dann ist sie schon um eins reduziert. Ja, das habe ich zum Beispiel bei Gelb gemacht, eben bei unserer Partie, und habe da öfter mal sehr viel Geld gespart. Genau, der hat richtig viel Geld gespart und auf der einen Seite natürlich Geld beim Kaufen der Karten gespart und auf der anderen Seite dadurch, dass natürlich Gelb die Karten, die Geldleiste vorantreibt, auch noch mehr Geld bekommen. Genau. So geht's reihum. Hier haben wir Nahrung, hier haben wir die Kultur. Jetzt decken wir mal zwei auf. Genau. Und hier sieht man schon, hier haben wir dann Sondersymbole oder man hat eine Karte ohne eine spezielle Funktion, die aber am Ende Siegpunkte, besonders viele Siegpunkte bringt. Wieder ganz normal Preis und Siegpunkte, Epoche. Und hier zum Beispiel, diese Sonderkarte erlaubt mir beim Karten ablegen, dass ich ein Geld mehr bekomme. Zusätzlich zu dem, also in Epoche 1 eben, kriege ich nicht zwei Geld, wenn ich keine Karte abgebe, sondern drei Geld. Genau. Außerdem ist unter dem Kartenstapel auch noch zusätzlich, sind hier manchmal ein gelb und ein grünes oder blau. Und also hier können auch die anderen mit drunter sein. Ne? Das ist natürlich dann auch spannend. Falls die Karten mal leer sind, kann man hier auch noch die Farbe pushen. Genau. Okay. Wenn jetzt hier die Stapel in der Mitte leer sind, dann endet das Kartenkaufen in der ersten Phase und dann erhalte ich das Einkommen. Einkommen heißt, ich kann einfach das, was ich hier auf der gelben Leiste nach vorne gerutscht bin, mir als Münzen nehmen. Danach darf ich kolonisieren. Und beim Kolonisieren, das geht natürlich nur mit Militärmacht, dann schaue ich einfach, okay, wie weit bin ich hier vorangeschritten? In meiner Situation, ich hätte nur zwei, ich dürfte jetzt gar nicht kolonisieren, weil ich brauche mindestens Militärmacht 3, um die erste Kolonie zu nehmen. Wenn ich also jetzt hier Militärmacht 3 hätte, könnte ich die Kolonie nehmen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich plündere die Kolonie. Plündern heißt, ich nehme mir das, was hier oben ist, an Geld und lege die Karte einfach vor mir ab. Ich lege die deswegen ab, weil die am Ende vom Spiel nochmal Siegpunkte bringt. Die zweite Möglichkeit ist, ich integriere sie in die Gesellschaft. So ist es, genau. Wir sind ja nicht die Burg, wie Asylum, sondern wir integrieren. Ich zahle einfach ein Geld und dann darf ich es umdrehen. Und ich erhalte in dem Fall sogar mehr Siegpunkte. Es können aber nie weniger Siegpunkte sein. Und ich erhalte auch noch einen Fortschritt in Kultur. Der verschieden ist. Ne? Also unter den Karten kann ich auch eventuell Essen bekommen oder was auch immer. Genau. Also man wird aber auf jeden Fall auf der Leiste nach vorne kommen. Man rutscht auf der Leiste auf alle Fälle nach vorne. Und dann lege ich es auch hier ab, auch für die Siegpunkte am Ende. Hierbei ist wichtig, ich darf aus jeder Kategorie immer nur eine Kolonie gründen. Also ich darf keine Kolonie der Militärmacht 3 nochmal gründen, sondern jetzt muss ich meine Militärmacht auch aufstocken, um weiter kolonisieren zu können. Und das ist auch nicht linear. Also das nächste Mal braucht ihr schon 9 Militär, dann 15 und 21 und am Schluss sogar 30, wenn ihr das machen wollt. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu den Büsten. Um die meißeln zu können, muss ich mindestens so viel Kultur haben, wie
auf meinem Tableau abgebildet ist. Das heißt, um die erste Büste zu meißeln, muss ich mindestens 6 Kultur haben. Wenn ich das habe, dann darf ich einen meiner Bonusmarker, die auch den 4 Kategorien zugeordnet sind, nehmen und einsetzen. Wenn ich also den blauen 4 Kultur nehme und hier einsetze, dann rutsche ich, also ich müsste natürlich zuerst 6 Kultur schon haben, um das machen zu können, dann würde ich in dem Fall 2 Schritte nach vorne rutschen nochmal. Und am Spielende habe ich schon mal wieder weitere 4 Siegpunkte. Ich kann theoretisch auch den Bonusmarker umdrehen, um am Ende des Spiels 2 Siegpunkte zu kriegen anstelle der Entwicklungsfortschritte. Das lohnt sich aber im Regelfall erst bei den höheren Entwicklungsfortschritten, Büsten. Genau, ich habe für jede meiner Leisten zwei Bonusmarker. Das heißt, wenn ich zweimal blau da gebuscht habe, dann kann ich auch keinen mehr einsetzen. Kann ich auch keinen mehr einsetzen, genau. Kann ihn auch nicht mehr bei den silbernen Siegeln einsetzen, richtig, zu denen richtig. Ich jetzt gleich noch komme. Okay. Dann würde theoretisch also die nächste Phase beginnen? Es beginnt die nächste Phase, also Phase B. Und in Phase B werden die Karten, die hier offen ausliegen, beginnt mit der Startspielerei um wieder aufgekauft oder verkauft für Geld. Und das ist wiederum sehr spannend, weil das heißt, ihr könntet theoretisch, wenn die anderen euch lassen, aus derselben Farbe mehrere nehmen. Richtig. Ihr nutzt eure Rabatte, ne? Weil die Karten, die da liegen, dann zahle ich ja weniger Münzen. Billiger. Und ihr theoretischweise könnt ihr da ja Karten platzieren, die ihr später abgreifen wollt, wenn die anderen euch lassen, weil ihr kennt ja ein paar davon. Genau. Und wichtig ist natürlich auch, ich darf immer nur die oberste Karte kaufen. Richtig. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich weiß, dass da drunter eine Karte ist, die ich unbedingt haben will, vielleicht kaufe ich dann die obere weg, nicht weg, richtig, damit die anderen Spieler mir die erst wegkaufen müssen. Ja. Aber okay, ich laufe natürlich auch Gefahr, dass die Spieler nach mir einfach die Karte nehmen und für die... den Geldwert einfach auf die Seite legen, ja, und da habe ich auch nichts davon. Immer noch, ja. Richtig, genau. Die nächsten 3 Phasen sind dann wieder identisch und ihr dürft das gleiche wie vorher auch. Einkommen, Kolonie, Wüste. So ist es. Und dann kommt was Neues. Und genau, und da muss ich ernähren. Und da vergleiche ich die Anzahl meiner ausliegenden Karten mit meinem Fortschritt hier auf meiner Nahrungsleiste. Und wenn ich mehr Karten habe als mein Marker auf der Nahrungsleiste anzeigt, dann muss ich Karten abwerfen. Dabei muss ich natürlich vorsichtig sein, weil wenn ich eine grüne Karte abwerfe... Gehst du wieder auf der Leiste zurück? Richtig. Wenn ich meine Felder verbrenne, habe ich keine Nahrung. Und muss wieder weitere abschmeißen. Muss noch weitere Karten abschmeißen. Mhm. Genau. Und am Ende der Phase B habe ich die Möglichkeit, noch silberne Siegel, das sind hier auf meinem Tableau diese beiden hier, oder goldene Siegel, das sind die Marker, die ich hier auslegen habe, zu kaufen. Die sind am Anfang recht günstig. Am Ende vom Spiel sehr teuer. Also in Jahrzehnt 3, Epoche 3. Danke. In Epoche 3 wird es richtig teuer dann. Die silbernen Siegel, da muss ich einen Bonusmarker nehmen. Den müsst ihr natürlich noch haben dann in der Farbe. Muss ich noch haben in der Farbe, ne? Wenn ich den zum Pushen hergenommen habe ich nicht. Aber wenn ich sage, okay, ich bin relativ weit vorgeschritten, schon bei der Nahrung, kann ich den hier einlegen und habe bei der Schlusswertung nochmal meine Nahrungsleiste halbiert als extra Siegpunkte. Das kann sehr viel sein. Also ich hatte am Schluss hier 36, es gibt noch hier noch 10er-Marker, genau, die man anlegen kann. Und die Hälfte von 36 war dann immerhin 18 Siegpunkte, die man da gemacht hat. Richtig, so ist es. Die goldenen Siegel geben mir für jedes ausgelegte Set 7 Siegpunkte. Das heißt, einmal alle 5 Farben in Karten vor mir liegen, sind 5 Siegpunkte. Wenn ich das jetzt schon zweimal gemacht habe, habe ich 14 Siegpunkte. Habe ich beide Siegel, habe ich sogar 28 Siegpunkte. Dementsprechend kann man hier auch am Ende, ich glaube, dir ist es auch bei unserem Spiel ganz gut gelungen. Ich hatte, glaube ich, bei den Sets hatte ich relativ viele. Ja. Hatte ich 56. Ja. 56? Ja. Genau, da sind 56 Siegpunkte rausgekommen. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ordentliche Summe an Siegpunkten, die ich da einheimsen kann. Mhm. Also habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, eben mir bei der Schlusswertung nochmal extra Siegpunkte zu holen und am Ende dann vorne zu liegen und das Spiel zu gewinnen. Ja, das waren im Prinzip alle Regeln. Ne? Also alle Regeln. Am Schluss gibt es einen schönen Block, dass man nichts vergisst bei der Rechnung. Richtig, es gibt Siegpunkte, genau, auf den Karten, es gibt Siegpunkte für Büsten, für die Medaillen. Für die Kolonien. Für die Kolonien und natürlich noch für Geld, aber das ist halt eher weniger. Ja, weil natürlich 5 Geld, 1 Siegpunkt,
Aber wenn ich für 30 Geld mir hier ein goldenes Siegel kaufen kann oder ein Silbes, dann bin ich meistens wesentlich besser dabei. Aber damit ja, das Geld nicht ganz. Selbst wenn du die 5 Geld eine Karte kaufen kannst, die 4 Siegpunkte bringt, ist es ja besser. Genau, so ist es. Richtig. Ja, aber so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde ist man durch und ich habe das Gefühl, dass es richtig, richtig Spaß macht. Also wir hatten in unserer Runde jetzt auch. Ich hatte es vor einem Jahr, hatte ich den Prototypen gespielt, jetzt das fertige Spiel. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut jetzt nach der Partie, weil man hat überall Dilemma. Gefällt mir sehr toll. Du hast 2 Karten. Welche willst du? Willst du Geld? Willst du die hinlegen, offen? Weil die will er vielleicht. Super. Auch mit den Markern viel Dilemma, viel, viel Entscheidungsfreiheit. Und man hat immer das Gefühl, man kann es nächste Runde garantiert besser machen, jetzt aufgrund der Partie. Definitiv. Und macht mir super viel Spaß. Schön ist auch, wir haben jetzt mit dem Einstiegsset gespielt. Ihr habt ja dann auch noch andere violette Karten, die es dann ein bisschen komplexer machen. Bei den violetten Karten sind noch ein paar komplexere dabei. Ich kann auch die Startkarten umdrehen, dann verändern sich die Startbedingungen noch ein bisschen. Es ist natürlich, man muss da nämlich darauf achten, also hier ist zum Beispiel die Nahrung niedriger, das heißt, ich muss ganz gezielt auch früh nochmal Nahrung nachkaufen, um keine Karten abzuwerfen. Es erhöht die Komplexität ein bisschen, weil ich dadurch meine Strategie ein bisschen anders ausrichten kann. Aber ich glaube, dass man muss schauen, man kann es mitnehmen, aber man muss es nicht. Ich bin gespannt, wie es in unseren Runden ankommt. Wenn es dann produziert ist, das hier ist natürlich noch das Handmuster. Die Grafiken dürften ziemlich fertig sein. Aber hier die Marker zum Beispiel, das ist noch aus dem 3D-Drucker, nur zur Ansicht. Und kommt, so wie ich es verstehe, ich glaube März oder nach März dann erst in den Handel. Also Februar definitiv nicht. Dauert noch ein bisschen. Und ja, ich freue mich drauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Erklärung. Gerne. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß damit und wir kriegen ein gutes Feedback von euch. Freuen uns, dass ihr euch immer Zeit nehmt und unsere Spiele präsentiert. Und ihr seid hier einer der Möglichkeiten, wo wir schon mal auch mal ein Spiel spielen können. Das muss man ja nutzen. Das stimmt, ja. Aber ich finde, das sollte auch auf einer Spielemesse sein, dass man auch die Chance hat, einfach Sachen auszuprobieren. Und ja, es ist ja wichtig, dass die Leute auch ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Definitiv, definitiv. Genau. Für euch genauso wie für uns. Wir wollen das ja auch alle wissen. Alles klar. Super, dann sehen wir dich allerspätestens in Essen, schätze ich mal. Ja, ich hoffe doch. Wenn wir uns nicht zwischendurch irgendwo sehen. Ja, wäre schön. Okay. Vielleicht schaffe ich es mal auf Mallorca. Oh, ich würde mich freuen. Alles klar. Bis bald. Also dann. Ciao. Tschüss.